Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Colony. Willkommen zurück. Heute fliegen wir auch wieder zu unserer Asteroidenkolonie. Und ihr seht, ich habe das hier ein bisschen umgebaut. Ich brauche für die nächste Sache, die ich dann in der nächsten Folge mache, nur einen weiteren dieser Treibstofftanks. Daher habe ich hier einfach zwei kleine gemacht. Ihr seht, die Nutzlastverkleidung ist recht klein. Da ist nicht sonderlich viel drin. Es ist mehr so ein Treibstofftransport plus etwas extra. Und zwar haben wir zwei kleine Satelliten da drinne, die werden dann um den Asteroiden herumkreisen, um eben immer eine stabile Verbindung mit der Erde zu garantieren. Hoppla. Und das ist im Grunde alles, was wir heute machen werden. Natürlich hier mit unserer guten alten Avalon 4B, der 130-Tonnen-Variante. Damit können wir dann eine ganze Menge Treibstoff dorthin bringen und eben auch die Treibstofftanks, damit wir die fürs Bauen quasi verwenden können. So, genug geplaudert, los geht's. Thank you.
Ja, da sind wir gelandet. Nicht ganz in einem Stück. Naja, es ist ein Stück übrig geblieben, man kann es so rum sagen. Ein Stück ist übrig geblieben, aber ja, ich glaube, das kann man auf den Müll werfen. Damit kann man nicht mehr viel machen. Und bomm, alles kaputt. Ah, leider nicht ganz. Zwei Stücke sind übrig geblieben. Ja gut, die sind dann einfach nur noch Trümmer. Können wir einfach löschen. Dann schauen wir uns an, was haben wir erreicht. Vielleicht erstmal noch die Rakete hier drüben einsammeln. Keine besonderen Erfolge. Okay, dann gehen wir einmal raus zum eingefangenen Asteroiden. Fokus. Dort haben wir die beiden Satelliten. Ich habe die auf unterschiedliche Höhen gepackt. Es ist schrecklich, die auf exakt gleiche Höhen zu bringen. Die RCS-Düsen. Oh. Hoppla. Die RCS-Düsen sind viel zu stark und die Triebwerke auch. Ich hätte da wahrscheinlich Ionentriebwerke ranmachen sollen, statt die Kolibri-Triebwerke. Die sind jetzt nicht ganz auf perfekten Orbits, aber ich würde sagen, gut genug. Die haben kaum Treibstoff verwendet. Das heißt, mit denen könnte man theoretisch noch eine ganze Menge anfangen. Die sind auch recht langsam. Ihr seht 0,2 Meter pro Sekunde. Ja, einfach so eine Tatsache dahingestellt. Und dann haben wir hier unten natürlich noch die weiteren Treibstofftanks. Ihr seht, da ist etwa ein Drittel noch übrig geblieben. Also eine ganz schöne Menge. Hoppla, die können wir einfach hier rüber machen. Und dann ist der Tank einfach halb voll, wie ihr sehen könnt. Wunderbar. So, und dann hätten wir das. Also eine kleine Treibstofflieferung und einige kleine Satelliten, die dann hier herumschwirren in einem hübschen Orbit. Und das war's auch mit der Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!